Wandel löst nicht immer Jubel bei allen Beteiligten aus. Es gibt fast immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihren geplanten Veränderungen nicht mittragen, im schlimmsten Fall sogar blockieren. Was können Sie also als Führungskraft tun, um Konflikte zu vermeiden und Stress abzumildern? Dafür habe ich, Lars Wilke, heute 6 Tipps für Sie bei der allerersten Ausgabe von Team Proof Snippet. Fangen wir direkt an mit Tipp 1. Sehen Sie nicht nur die Organisation, sondern die Menschen. Menschen handeln oft rational, aber noch öfter eben irgendwie nicht. Jeder Mensch hat eine Geschichte und aus dieser leiten sich das Verhalten, mögliche Vorbehalte und Vorlieben ab. Wenn Sie als Führungskraft diese Tatsache im Hinterkopf behalten, fällt es Ihnen vielleicht leichter zu verstehen, warum Mitarbeitende manchmal so anders fühlen, denken und auch handeln als Sie selbst. Tipp 2. Agieren Sie transparent. Erklären Sie Ihren Mitarbeiterinnen, warum Sie tun, was Sie tun. Wie soll Ihr Unternehmen nach der Veränderung aussehen? Vermitteln Sie Ihre Vision, aber auch Stolpersteine und Momente, die Ihnen persönlich schwerfallen. Ehrlichkeit und Authentizität, das sind hier die Stichworte. Tipp 3. Kommunizieren Sie richtig. Scheuen Sie sich nicht vor persönlichen Meetings mit Ihren Mitarbeitenden. Kommunizieren Sie in kleinen, vertrauten Gruppen, in denen sich Mitarbeitende wohl genug fühlen, um Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Tipp 4. Beteiligen Sie die Mitarbeitenden an der Umsetzung. Mitarbeitende können wertvolles Wissen zu ihrem eigenen Aufgabenbereich in das Veränderungsprojekt mit einbringen. Es ist deshalb sinnvoll, wenn Sie gleichberechtigt und im Team an der Gestaltung der Vision beteiligt sind. Tipp 5. Begegnen Sie Ängsten respektvoll. Versuchen Sie herauszufinden, was Ihre Mitarbeitenden in der aktuellen Situation brauchen und was Ihnen dabei hilft, besser mit Ihren Sorgen umzugehen. Sie können beispielsweise die Möglichkeit eines neutralen Coachings anbieten. Tipp 6. Bleiben Sie nah. Nehmen Sie sich auch abseits von Veränderungsprozessen Zeit für Ihre Mitarbeitenden. Nicht nur bei offiziellen Anlässen oder wenn es gerade nicht läuft. Vermitteln Sie stets das Gefühl, gesehen und gehört zu werden, über alle Hierarchieebenen hinweg. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Dieses Video basiert auf einem Artikel meiner Kollegin Sonja Maria. Den können Sie auf dem Teamproof-Blog finden oder verlinkt in der Infobox zum YouTube-Video. Ansonsten hoffe ich, dass Sie etwas aus diesem Video mitnehmen konnten und dass ich Sie auch beim nächsten Mal bei Teamproof Snippet begrüßen darf.